Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Dieses Video richtet sich an alle, die richtig Bock auf eine mobile Version quasi fürs Handy Bock haben, mal Apex Legends zu zocken. Seit Mitte Season 2 ungefähr ging das Gerücht mal rum, dass es wohl irgendwann mal eine mobile Version geben soll. Von Call of Duty gibt es ja mittlerweile schon seit einiger Zeit eine mobile Version, die richtig gut sein soll. Gestern habe ich auf Twitter einen Tweet gefunden, wo offiziell bestätigt wird, dass Respawn seit einiger Zeit wohl schon an einer mobilen Version arbeitet. Die haben eine Weile nach einer Firma gesucht, mit der sie zusammenarbeiten können. In China sind sie da wohl fündig geworden und sind da wohl schon eine Weile an der Mache. Wie lange die da schon dran rumbasteln, kann ich aktuell nicht sagen, wird auch nicht erwähnt. Auf jeden Fall werden die Gerüchte lauter, dass tatsächlich eine mobile Version kommt. Release-Termin ist natürlich auch noch nicht klar. Ich wollte euch diesbezüglich einfach ein bisschen auf dem Laufenden halten. Vielleicht können wir dieses Jahr schon mit einem Release rechnen. Wie gesagt, genaueres gibt es da leider noch nicht zu berichten. Ich wollte euch einfach diesbezüglich kurz auf dem Laufenden halten, dass wir uns auf jeden Fall auf eine mobile Version freuen dürften. Natürlich ist die Frage an die Anforderungen des Handys. Ich glaube, ich mit meinem alten Galaxy S6 komme da nicht so weit. Deswegen glaube ich schon, dass man vernünftige Anforderungen an sein Handy stellen sollte, damit man das Spiel vernünftig zocken kann. Und vor allen Dingen, was mich ja auch in Zukunft interessieren wird, wie der mobile Datenverbrauch ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn der ein oder andere von euch sich da ein bisschen auskennt oder vielleicht schon mal die Call of Duty Version gezockt hat. Wie hoch ist denn der Datenverbrauch? Sollte man vielleicht doch nur in den eigenen vier Wänden unter WLAN das Spiel zocken können? Oder ist das Datenvolumen wahrscheinlich so extrem hoch, dass man vielleicht gerade mal ein paar Stunden zocken kann und danach ist die ganze Geschichte vorbei? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es umgesetzt wird und wie man das dann tatsächlich auf dem Handy auf Touchscreen zocken soll. Ich habe schon gehört, dass es so Adapter gibt, wo man so eine Art Controller anschließen kann. Muss man natürlich auch wieder viel Geld investieren. Sollte es natürlich in Zukunft, und es soll tatsächlich in naher Zukunft, habe ich in dem Titel oder in dem Text gelesen, kann ich euch auch gerne von Twitter verlinken in der Videobeschreibung, könnt ihr euch selber mal durchlesen, ist halt auf Englisch. Es soll wohl in naher Zukunft schon weitere Details dazu geben. Sollte das der Fall sein, seid ihr bei mir natürlich wie immer richtig. Deswegen Informationen rund um Apex Legends gibt es bei mir immer auf meinem Kanal. Also abonniert den Kanal, lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu sein solltet. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das soll es von mir gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.